Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit von Tobel. Am 26. November findet der Black Friday statt. Der Montag darauf ist als Cyber Monday bekannt. In diesen Tagen können Konsumenten ziemlich gute Schnäppchen machen, aber wie Anleger auch von dem Black Friday und Cyber Monday profitieren, das verrät uns jetzt David Hartmann von Tobel. Hallo Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bevor wir darüber sprechen, wie die Anleger profitieren, wer sind denn die eigentlichen Profiteure des Black Friday und Cyber Monday? Ja gut, das hat sich in der Vergangenheit natürlich verschoben. Früher war es vor allem der stationäre Einzelhandel, der dort große Umsätze verzeichnen konnte. Mittlerweile hat sich das ganze Geschäft natürlich ins Internet verlagert. Und heute sind es vor allem die großen Online-Warenhäuser, so wie Amazon oder Zalando, die hier natürlich profitieren und die großen Umsätze machen. Zudem führt das Ganze natürlich mit sich, dass auch Logistikunternehmen wie die Deutsche Post hiervon profitieren. Denn selbstverständlich müssen die Pakete, die bestellt werden, auch versendet werden. Es lassen sich ja immer Rekordzahlen entnehmen über dieses Schnäppchenwochenende. Aber ist dem wirklich so? Oder ist es so, dass Konsumenten vielleicht die Dinge einfach in den Warenkorb tun und ein bisschen später kaufen, gerade um dann diese Schnäppchen zu machen und dann gar nicht wirklich viel mehr eingekauft wird? Gut, das kann man ja im eigenen Verhalten vielleicht auch so ein bisschen beobachten. Klar, einerseits ist es so, plane ich eine größere Anschaffung im letzten Quartal des Jahres, dann werde ich die höchstwahrscheinlich jetzt auch auf den Black Friday oder Cyber Monday verschieben. Ganz einfach, weil ich als Konsument weiß, dass mich dort günstigere Preise erwarten. Aber wenn man sich dann mal genauer analysiert, und da wird es sicherlich vielen Zuschauern auch so gehen, man ist dann eh am Black Friday zum Beispiel schon viel im Internet, schaut sich dort auf den diversen Seiten um, sieht die günstigen Schnäppchen und kauft dort vielleicht dann auch Dinge aufgrund des Preises, die man eigentlich gar nicht kaufen wollte. Ja, das kennen wahrscheinlich die ein oder anderen Zuschauer auch. Ich habe es eingangs gesagt, Sie wollen uns verraten, wie man denn auch als Anleger von diesem Schnäppchenwochenende profitieren kann. Ja, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man sich natürlich als Anleger die Aktien der Unternehmen heraussuchen, von denen man glaubt, dass sie jetzt vom Black Friday profitieren wollen und die entsprechenden Aktien eben kaufen. Als Alternative, wenn man eh schon am Aktienmarkt unterwegs ist, kann man natürlich auch auf ein Zertifikat setzen, das die Wertentwicklung dieser Aktien eben abbildet. Und Sie von Tobel haben auch ein Produkt auf dieses Basket? Genau, wir haben jetzt den Black Friday zum Anlass genommen, um eine Multi-Aktienanleihe mit Barriere herauszubringen, die eben die von der Wertentwicklung der Aktien von Amazon, Zalando und der Deutschen Post abhängig ist. Und was für ein Produkt ist das? Wie sind die Konditionen? Ja, es ist eine Multi-Aktienanleihe mit Barriere. Das Produkt, das liegt bis zum Montag, dem 29.11. in Zeichnung, hat eine Barriere von 75% und bietet Ihnen eben als Anleger einen attraktiven Coupon in Höhe von 11,5% per anno. Welche Funktion hat diese Barriere? Wie funktioniert die genau? Also im Endeffekt ist es so, dass eben zum Ende der Zeichnungsschluss am 29.11. wird die Höhe der Barriere, die jetzt eben nur als relative Größe feststellt, bei 75% festgestellt. Und sollte diese Barriere von keinen der drei Aktien eben bis zum Bewertungstag, das Produkt läuft ungefähr ein Jahr, nicht unterschritten werden, dann ist eben auch die Rückzahlung des vollen Nominalbetrags garantiert. Und für was für einen Anlegertyp eignet sich ein solches Produkt? Also man darf jetzt nicht komplett risikoavers sein, aber vor allem für Investoren, die eh schon im Wertpapierhandel aktiv sind und schon in Aktien investieren, könnte das wirklich auch eine effiziente Alternative jetzt im Vergleich zum Direktinvestment sein. Und was für Risiken gehen mit einer Investition einher oder auch mögliche Chancen? Na, die Chance ist ganz klar, dass Sie natürlich den Coupon von 11,5% per anno haben und der ist auch bedingungslos. Da heißt es egal, ob die Barriere eben unterschritten wird oder nicht. Zudem haben Sie eben auch den Vorteil, dass Sie schon in einem Seitwärtsmarkt oder auch bei moderat fallenden Kursen einen positiven Ertrag erzielen können. Zu den Risiken muss man natürlich sagen, analog wie beim Direktinvestment, es ist nicht garantiert, dass die Kurse steigen werden. Das heißt, Sie gehen ein Marktrisiko ein und wie bei allen strukturierten Produkten haben Sie ein Emittentenrisiko. Zum Abschluss, Herr Hartmann, eine persönliche Frage. Was steht auf Ihrer Wunschliste für den Black Friday? Ja, für diesen Black Friday habe ich mir als Ziel einen neuen Kühlschrank gesetzt. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei der Anlageidee mit von Tobel.